Gibt's hier längs? So ein Ort mit Fackeln. Alte Taste. Ich kann aber hier keine Fackel entzünden. Okay. Erschließt sich mir, dass ich wahrscheinlich irgendwas aktivieren muss und das ist ein Bonfire. Oh, geil. Erleichterung. Welches Bonfire haben wir freigeschaltet? Das zweite. Okay, gut. Dann sind wir also mehr oder weniger auf dem richtigen Weg, I guess. Mir gefällt nicht, was ich hier schon sehe. What the fuck? Okay, im Schnee sind wir etwas langsamer. Macht so definitiv Sinn. Dass unsere Bewegung eingeschränkt ist. Okay. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Funkeltitanite aus. Aus Darkseid 3. Bloß, dass es halt keine Echsen sind, sondern das Teilwesen. Noch mehr von denen. Okay. Komm mal her. Aua. Das war ein bisschen zu schnell, mein Freund. Heil dich bitte. Sehr schön. Au. Da hinten liegt was. Lloyds Talisman. Au. Au. Ja, ja, komm her. Hui. Oh, du schlägst zweimal zu. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie der zweite Schlag mich nicht getroffen hat. Eigentlich bin ich da voll drin. Aber I take it. Ah, jetzt sind wir hier. Die eigentlich irgendwas? Dunkler Tanz, das ist ein Zauber, cool. Sind wir ehrlich? Das sieht so nach Fake-Wand aus hier. Ist aber nicht. Weiter geht's. Wieder ein neuer Gegner. Aua. Sind wir besser hier. Das Schild steht wie eine 1. Nice. Hier ist eine Tür. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Ah. Also hier ist definitiv noch einiges los. Riesenhebel zum Hebeln. Okay, hinter mir ist schon mal nichts. Das heißt, wir können da lang. Gesundheit. Willst du herkommen? Passt da. Okay, der geht bis jetzt noch. Nicht mit denen hier. Die machen eh nichts als Ärger.
Ist das auch ein Shortcut? Verschlossen. Oh. Okay. Da oben steht noch wer. Da hinten haben wir angefangen. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. I see. Machen wir kurz mal den platt, weil da kommt eh schon auf das Team bestimmt hier. Viel zu erkunden, viel zu erkunden, sehr viel zu erkunden, richtig viel zu erkunden. Oh, hallo. Ist das alles eingefroren? Ist das eine Mimik? Kann ich jetzt hier eine Fackel benutzen? Aha. Aber bis jetzt sieht es eher so aus, als könnte ich hier nichts anfangen. Okay. Finden wir bestimmt noch was, um Eis zu schmelzen. Um das Eis zu brechen zwischen den beiden. Zwischen uns und alles andere. Das ist ein Wahrheitsversteck. Oder Verkünder heißt es ja. Vielleicht ein Wahrheitsverkünder. Machen wir dann gleich. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, wissen wir nicht. Ich möchte aber gerne vorher hierher, um begrüßt zu werden von den Typen. Wenn ich das halt so haben will, Aufzug. Okay. Rundumschläge sind ja immer so mein Haarfried. Okay, ich glaube, die kann man... Aua, wegsteppen. Ich glaube, das hat sich jetzt gerade bestätigt für mich. Oh, hier geht's noch weiter runter. Oh, da ging's ein bisschen sehr weit runter. Oh, nee. Nein. Was eine Flamme. Öffnet sich nicht von der Seite. Nee. Auge der Priesterin. Sympathisch. Gewährt den Blick auf das Unsichtbare. Okay. Ist das ein Gegner da hinten? Ja, okay. Obwohl, es müssen nicht mal Dinge heißen. Wir können auch, glaube ich, NPCs anvisieren. Ich möchte gerne... Ach nee, warte, wir können ja nicht zurück, stimmt. Ja, dann müssen wir da lang. Hier Lois ist schon groß, möchte ich mal ganz kurz anmerken. Wenn man da sieht, unten geht scheinbar auch noch lang. Boah. Definitiv Gegner da vorne. Hat sie das angegriffen? Nicht dich. Ach. Bestimmt safe irgendwo.
Noch eine Hidden Wall. So, schauen wir mal. Köderschädel. Skeptiker Gewürz. Meistens, wenn es Köderschädel gibt, ne? Weiß nicht, was gut ist. Ein Leuchtfeuer! Nein! Wie sieht's denn aus? Wir sind jetzt hier. Ah, wir nähern uns scheinbar ganz gut, I guess. Aber ich möchte gerne nochmal dahin, weil da gab es noch einen Weg, den wir noch nicht lang gelaufen sind. Es gab viele Wege, die wir noch nicht lang gelaufen sind. Ich glaube, wir sollten vielleicht vorher zurück. Mit so 30.000 Seelen. Never mind, wir brauchen 41.000 zum Aufleveln. Ich nehme es zurück. Wir bleiben noch hier. Da bleiben wir drin. Kommen wir jetzt eigentlich da durch? Oh ja, Tatsache. Das sieht nach Boss-Arena aus. Tiger! Sheesh. Tiger hält was aus. Gar nicht. Wow, really? Okay. Cooler Boss, auch wenn es gerade ein bisschen Power nervig ist. Okay. Nochmal lieber heilen. Die Verschwörung und heilen uns. Oh no. Aua. Oh, das ist ein Grab, okay. Ich finde schön, wie auf einmal alles nur schief ging. Machbarer Boss auf jeden Fall. Cooler Boss, finde ich. Hat was. Schon kreativer als 5 andere Bosse als Dark Souls 3. Es ist einfach so. Aber sehr delayte Angriffe. Sehr delayte Angriffe. Kriegen wir hin. Ja, voll ist der gerade weg. Weil ich mir schon denken konnte, dass das schief geht. Okay, auf sein Gepull komme ich noch nicht so ganz klar und das verstehe ich noch nicht so ganz. Und das war jetzt seltsam.
Wow, really? Ich finde es wieder schön, dass es ist wie bei Nioh, dass der Luftschnitt halt einfach wehtut. Und das fand ich schon bei Nioh nervig. Und das ist halt hier wieder das. Es ist. Ich glaube, ich weiß, wo Nioh seine Inspiration von diesem komischen Katzenboss herbekommen hat. Etwas nervig, aber irgendwie ist es. Ich glaube, Dark Souls 2 kommt vor Nioh 1 raus, ne? Dann noch cool. Oh, da komme ich ja zum Schloss hin, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt erstmal lang will, überhaupt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich da lang will. Wie gesagt, trotzdem cooler Boss. Das hätten wir vermeiden können. Wow, mach das doch mal wieder. Und ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Erstaunlich. Hello. Aua. Ich verstehe sein Brüll noch nicht. Aua. Sollte vielleicht auch nicht einfach so provokant vor ihnen stehen. Warum hat das jetzt getroffen? Das klingt gerade ein bisschen heftig. Zeit. Gut, dass ich mich geheilt habe. Aua. Ach, schön, dass mehrere gemacht. Nice, für dich. Seh nicht. Das ist ein ziemlicher Gegner auf Zeit. Das muss man lassen. So. Boah. Wow. Das sind ein paar Seelen. Ja. Nein, hier ist nichts. Gut. Tschüss. Soll ich immer noch umkehren? Oder bin ich jetzt willkommen? Oder nimmt es mir jetzt über, dass ich den Tiger besiegt habe?